Ja, Halli, Hallöchen, herzlich. Ah, was ist denn jetzt los? Wieso startet jetzt. Oh, jetzt wieder Vollbild. Ah, Halli, Hallöchen. Mensch, ja. Ja, Hallöchen und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsaufnahme von Chaos Pod im großen XXL Special, diesmal auch mit arabischer Funktion. Ja, so. So, Kalle erstickt an seinem Lachmuskel. Wir gehen schon mal, würde ich noch. Nee, komm. Fangen wir diese Weihnachtsaufnahme doch mit einem ruhigen Gespräch an. Wir sind in der Nacht vom 23. zum 24. Dezember, Damen und Herren. Es ist noch dunkel draußen, die Welt liegt in den Weihnachtsvorbereitungen. Nur wir nicht, wir stehen mit Schwertern am Tisch und Moment. Vergesst nicht zu erwähnen, dass. Nee. Das ist mir viel zu Mainstream. So. Denk dran zu erwähnen, die Welt ist noch nicht untergegangen. Auch am 23. nicht. Na, hoffen wir's. Ich weiß ja nicht, ob die Aufnahme sehen. Und wenn die doch die Aufnahme sehen, dann kann ich mit meinem Hühnchen das hier machen. Alter, wieso? Nein! Tilo, oh ja, genau. Das ist das Geräusch, mit was wir die Aufnahme eröffnen wollten. Na. Aber bist du hohl? Komm, hallo. Komm, leg den Scheiß. Halt, stopp! Oh. Ja. Danke fürs Schütteln deiner Dose. Das war eine exquisite Booster-Dusche direkt am Anfang der Aufnahme. Ich find's herrlich, jetzt gehe ich wenigstens mit Energy gewaschen in die Weihnachtsaufnahme, gell? So, erzählt doch mal, was ihr so. Musst du mich anrotzen? Oh, das ist aber gar nicht nett. Oh. Da lacht sich einer. Erzählt doch mal, was ihr euch so für die Weihnachtsaufnahme so wünscht. Beziehungsweise, was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? Natürlich auf Minecraft bezogen, ihr Vollidioten. Ich fang an, Schädel. Einen fliegenden Teppich. Akata, damit kennst du dich aus. Wird gemacht, Boss. Na, Ryan, nee, demütig auf den Tisch gucken. Was machen? Emo. Was? Du hast das. Ich weiß es ganz genau, gib's zu. AK? Fliegender Teppich? Nee! Das ist doch kein fliegender Teppich. Komm jetzt. Sag mal, Ryan, du bist ein unartiges Kind. Mann, ich so. Kann ja nichts trinken, sondern. Jetzt spückt er sich über den Tisch, jetzt wird mir gereiert! Das sieht aus, als wenn er den. Gereiert, habt ihr das verstanden? Oh, Alter! Hallo, das sieht aus, als wenn er den entbläst, ey! Jetzt legt er in die Arschritze! Eigentlich müsste die Rolle andersrum sein, weil ich doch mit AK als Ritzenlecker betitel. Ryan! Was wünschst du dir für Weihnachten? Zu der besinnlichen Zeit! Dom, totalen Krieg! Alter, da wünscht sich ein Mittel gegen Spastiken. Okay, ist klar. Ein paar Pillen kriegt er. Alter, sag mal, I can see the Araber in you, my friend. Na, Kalle, was wünschst du dir so zu Weihnachten? Ein Schwert. Das ist ja mal was ganz Neues. Innovativ. Okay. Ja, wir müssen uns schlafen legen. Kommt schnell. Umso schneller ist Weihnachten. Kommt her, wir müssen. Alter, sag mal, hey, du geistig verwirrtest etwas, ich klatsch dir ein Schwert um die Ohren, wenn du deine Gesangten nicht beisammen nimmst. Schlafen gehen schnell. Erster. Schrei ich öfters im Bett. Oh, weh. Das sagt er, wo er bei Kalle war. Kalle, hör auf, mein Bett zu rammeln. Ekliges Dreckschwein. Leg dich hin! Oh, Alter, du pädophiles Etwas. Jungs, wollten wir nicht eigentlich eine Aufnahme starten? Die Aufnahme läuft! Ja, ich ist mir schon bewusst, aber wollten wir nicht darüber reden, was wir uns so vorstellen? Ja, das hättest du ja, ne? Keins dieser Hölzer passt. Ja, ich stehe jetzt hier und warte auf euch. Hä, wo stehst denn du? Am Tisch, da wo wir anfangen wollen. Ist der Typ so hohl oder tut er nur so? Der ist wahrlich so hohl. Also das ist. Ich kann das nicht erklären, als dass es krankhaft ist. Ich hab mein Statement noch nicht abgegeben, ne? Hier.
Ja, dann gib doch dein Statement ab. Die Leute brauchen dich eh nicht zu sehen dabei. Nee, die sollen ja nicht hier rundum stehen. Pass mal auf, ob die nun Holzboden oder einen Haufen Scheiße am Tisch angucken, ist erstmal egal. Es interessiert keinen. Danke, Tilo. So, und ich leg mich jetzt wohin? Wo ich Ruhe hab. Jetzt kommt der auch noch da hochgeschissen. Alter Kalle, es ist nicht wahr, ne? Ich schlaf im Iglu. Ich schlaf unterm Baum. So, jetzt hinlegen. Da ist es schön warm. Ich schlaf grad unterm Baum. Araber in heimischer Umgebung. Unterm Baum. Ich dachte, ihr schlaft normalerweise auf Bäumen. Ja. Ah, Entschuldigung. So, wer jetzt nicht liegt? Ja. Kick. Gunboy 7. Ey, ich lieg schon. Dann müsste die Nacht ja bald vorbei sein. War eine komische Nacht. Ich hab von irgendwelchen Deppen geträumt, die am Tisch stehen. So, und jetzt! Tannenbaum! Jeder darf Kugeln aufhängen. Achtung! Eine Kugel entspricht einem Wolle-Dings. 4x4. So, ich bring derweil Lichter an. Ich nehm Rot. Ich hab Rot. Ey, Junge, du bist echt... Ich sag, ich nehm Rot. Ich sag, Schwarz. Schwarz ist toll. Nimm mal irgendeinen Gegenstand und hau ihn, bitte. Nee, der arme Gegenstand. Du Knies. Hast du noch nie einen Baum geschmückt oder nie Baum, diese Kugeln gesehen? Ey, wir haben dieses Jahr AK. Wir haben dieses Jahr einen lila silbernen Baum. Ja? Cool. Gut, dann nehme ich ihn blau. Kalle. Blau ist keine Farbe, blau ist ein Zustand. Oh. Ryan kennt sich aus. Er lacht schon. Ich trinke keinen Alkohol. Stimmt. Alle, du isst ihn. Du löffelst Alkohol. Das zählt ja nicht mehr als trinken. Das ist aber deine Saufen. Ausrede. Richtig, du Säufer, du alter Suffkopf. Du Alkoholiker. Und gibst zu, bei dem, was dein Kind von sich gibt, kannst du mir auch nicht sagen, dass das Kind nicht doll ist. Auch nicht mit 5 Jahren. Übel. Kann es sein, dass ich mit Lichtern etwas übertrieben habe? So. Und dann löschen wir den mal. Alter, bist du eklig? Tilo, definiere mir eklig, Tilo. Na komm, da habe ich aber schon mal was schneller geschmückt gesehen hier, du. Weil mir leckt es nur zufällig die ganze Zeit. Ich gibt's, was leckt das denn? Was sind, wenn wir Zuschauer unter 18 Jahre haben? Haben wir genug, aber Manu interessiert das nicht. 22.08. Ey, ich hier wird's mit dem Mund gemalt. Du weißt auf was ich stehe, ja? Nee. Das ist natürlich jetzt äußerst tragisch, du. Also, das ist natürlich doof. Ja, Klaus, dann sieht doof aus. Was sieht doof aus? Dein Gesicht sieht doof aus. Also, pack dich mal. Das ist schöner Glowstone. Heute Nacht, also nachdem dieser Tag vorbei ist, kehren wir an diesem Baum zurück. Oh ja, brennt natürlich auch überhaupt nicht ab, wenn ich das da direkt so dran setze. Vor allem bei Glowstone. Alter, du raffst es nicht. Wir gehen vom Realitätswert aus. Ich weiß, du hast die Realität komplett aufgegeben. Und dass dein Leben nur noch in Minecraft besteht. Aber, Tilo, ich richte mich ein wenig nach realen Werten, ja? Das ist GTA, kein Minecraft. Ach, GTA. In GTA fährst du wie Bekloppter. Ich fahr sozial. Sozial? Du erlöst die Menschheit von Rentnern, weil du denkst, es gäbe Aufpreis. Hallo, also so, wenn 50 Menschen vor mir rumlaufen und vor die Tod überlebt einer, das ist bei mir sozial. Ah ja. Ja. Na dann. Mag von euch nicht Diamanten, jemand eine... Diamanten! Diamanten! Alter, das sind keine Diamanten. Und wer hat's entdeckt? Wer hat's entdeckt? Ich. Der Schweizer. Wer genau? Nikola. Du. Na Jungs, da habe ich aber schon mal reicher geschmückte Tannenbäume gesehen hier. Hier macht noch einer Silberketten, bitte. Das war viel zu nah. Na ach, dein Gesicht sieht doof aus und ist viel zu nah. Das war irgendwie scheiße, dass ich da lach, Mann. Mann, ist der. Alter, sag mal, wer hat denn da an jeder Ecke eine Kugel gehangen? Aber genau auf eine Fläche von ca. 50 Blöcken gar nicht.
Ja, war denn hier unten mit diesen rosa-roten Wollen so inkompetent? Ich hab blau, ja. Kalle? Ich hab blau. Er hat wirklich blau. Anzünden. Er hat blau. Das interessiert mich doch nicht, was der hat oder was nicht. Der ist an allen dran schuld, Mann. Mensch, meine Fresse, der ist homo, also lassen wir ihn. No homo. I love you, no homo. Natürlich interessiert das ja auch tausende Menschen, ob die homo sind oder nicht, übers Internet natürlich, also, ne? Na klar. Alter, Ryan, was machst denn du doch oben? Sag nur Meets bin. Der Penis steht aber falsch rum. Das soll auch keiner werden. Tja. So, was nennt man dann falsch gesetzte kreative Schaffenheit? Ich sing heut mit Tilo. Verdammt, der stinkt, der Junge säuft. Was ist denn nur hier los? Hey! Hey! Kalle. Was war denn jetzt das? Was war denn das für ein Einsatz? Das ist die einzige Textstelle, die du eigentlich aus dem Lied kannst. Hey? Hey! Oder kannst du da noch. Ah ja. Ah ja. Hey! Da schinks Ruses nu. Mami baut eine Koksplantage, keine Ahnung, was stand aber. Ja. Irgendwas in der Koksplantage. Ja, das ist Tilo, der hat gelitten, der Junge. Er hat einfach zu viel GTA geschrieben. Nur weil ich in deiner Gegenwart bin, ha, deswegen. Soll ich jetzt tatsächlich den nächsten Spruch ablassen, den ich auf der Zunge hab? Ja, nur weil du iPod nicht schreiben kannst, hat das falsch zu sagen. Falsch. Nur ich glaub, nach dem Spruch, entweder übergibst du dich auf Toilette oder du erwiderst meine Gefühle. Oh, weh. Ich sag doch, lass dir dein Booster schmecken, mein Freund. Du weißt nie, was ich damit gemacht habe. An alle Menschen da draußen, Manni ist schwul. Du stehst doch drauf, komm, gib's zu. Nein. Komm, los. Wir wissen's doch. Wird jetzt mitten in der Aufnahme vergewaltigt. Hallo? Was meinst du, was hier andauernd so knallt? Alter, nee, das ist eklig. Nee, pfui, nee, das machen wir nicht. Was hat man dir in der Kindheit angetan? Bist du dreimal zu oft vom Wickeltisch gefallen, oder was? Du viermal. Was soll denn das darstellen? Das sind Spinnweben im Tannenbaum. Der sieht so schöner aus, weißt du? Weil der jahrelang stand, oder was? Jo, der steht schon seit 30 Jahren. Wir haben ihn dann bloß gefunden, sagen, oh, unser. Ryan hat ihn nämlich gar nicht gebaut. Das sieht ja noch schlimmer aus. Dein Gesicht sieht noch schlimmer aus. Das Problem ist damit. Seit wann sitzen Kugeln auf dem Baum? Wer hat Kugel auf dem Baum gesetzt? Aber was? Nee, dann, minimiert die Kugeln doch da oben auf einen Block. Nee, es geht ja darum, dass hier die ganzen Kugeln vom Araber. Nein, eigentlich von Yuse. Meine sind nicht alle, es waren ein, zwei Stück. Du hast gerade die roten dann dran gesetzt. Ja, ein. Guck mal, da oben ist noch eine, ja. Da unten ist noch eine. Die blauen auch. Du hast doch blauen gesetzt, oder? Nö. Ganz im Ernst, die Spitze sieht aus wie ein Stinkefinger. Was? Die Spitze sieht aus wie ein Stinkefinger. Fuck you. Das ist der Fuck you Baum. Von weit weg kann man das denken. Mit einer Brise fick dich. Was denn, die Spitze ist doch geil. Eude Toilette. Mit einer Brise fuck you. Zum Verpissen. Und Jungs, ey, jetzt robb mal die Kugeln, die auf dem Baum liegen, mal ab, ey. Das hab ich ja noch nie gesehen. Ich mach gleich hier mit Axtkommando und dann ist nämlich der ganze Baum einmal leer geräumt. Da könntest du nochmal neu anfangen. Musst du Timber mal dran machen. Dann bleiben nämlich nur meine schönen Lichter stehen, die ich von Anfang an richtig gesetzt hatte. Sieht gut aus. Ja, die Lichter, das ist famos. Das hab ich auch echt gebaut. Und wer hat die Diamanten entdeckt da hinten im Berg? Dein Gesicht hat die Diamanten entdeckt da hinten im Berg. Ja, hat's auch. Meine geil, Augen. Ne? Steh ich drauf. Ich auch. Nichts reimt sich auf cool. Alter, was ist denn das hier unten für ein Zombie-Treff? Stimmt, da steht AK dabei. Am besten ich zünden an. Nö, ich muss hier gerade nur jedes scheiß blauen Block hier abreißen von News, ey. Inkompetenz. Ich hab meine alles korrigiert, aber er lässt es stehen.
Bohr geschrieben. Ja, das hat. Das hat geklappt. Kalle, mach den Vibrator aus. Wer hat hier eigentlich schlauerweise so eine halbe Kugel hingeklatscht? Das war bestimmt der Araber. Nur eine halbe Kugel. Hier. Yeah. Blau ist Yusei, hoffe noch. Yusei! Die hängt mit einem Ast. Und Blätter reißen da auch gar nicht weg, weil die Kugel, die passt halt da nicht hin. Oh, das, hier ist auch noch eine 3. Ist ja, was ist das für eine Kugel, Alter? Das, also ich hab keine unverendete Kugel gesetzt. Ja, und da oben hier hast du einfach die Kugel wechselt, die Kugel liegt dann um die Blätter rum oder was? Kalle hat ein Schwert auf dem dritten Inventarslot. Ja. Wolle auf dem ersten. Ryan, du hast aber auch hier einen Fehler gemacht. Hier schwebt deine Teile. Das ist auch gut im Bereich. Da kommt noch ein Bändel hin. So, liebe Zuschauer, nicht wundern, dass das so leckt. Das liegt nicht am Rechner, sondern an dem Server und diesem Plugin. Das schafft sich besser. Aber das reicht doch eigentlich. Kalle, du baust doch schon wieder diese Kugel so hässlich in den Baum rein. Alter, bist du hohl? Hä? Hat der Hauptschulabschluss? Was? Der hat gar keinen Abschluss. Der ist so hohl. Ja, das liegt eher daran, dass er noch nicht. Und du setzt sie schon wieder auf den Baum oben drauf. Was soll denn der Mist? Ja, anders geht's nicht. Da ist ja nicht viel mehr Platz. Und jetzt mach ihn die Blätter weg, Mann. Aber ich meine, Kalle zusammenscheißen ist schon spaßig, ne? Das sieht trotzdem scheiße aus. Und die hängt jetzt nach außen, die Kugel. Jetzt erklär mir mal, wo die bitte dranhängt. An der Kante. Ist das so? Oh, hallo! Mach doch einfach die Blätter dahinter weg und... Tja, viel zu einfach. Wir haben doch gesagt, die Kugeln oben kleiner. Aber Kalle, ich meine, zuhören. Oder geschweige denn von anderen abgucken. Nee, ach, die Kugeln haben einfach mal so ein fehlendes, so eine Aussparung, damit die Äste ja auch reinpassen. Weil das besonders schick und modern ist. Und außerdem gibt es keine Kugeln in Minecraft. Nein. Tilo, du hast mir gerade mein Lebenstraum zerstört. AK, dein Lebenstraum ist es, mit mir im Bett zu landen. Bah, Alter, jetzt hab ich Albträume. Komm, AK, jeder hat einen besonderen Fetisch, aber deiner nicht. Mach mal einer, bitte Tag. Time set day. Time set help. Sieht trotzdem aus wie ein Stinkefinger. Der Fuck you Baum! Ryan, hättest du nicht sowas wie einen Stern machen können? Das geht auch. Statt so ein anarchistisches Stinkefinger auf der Spitze unseres Tannebaums. Ich schaff halt nur. Ich meine, das ist doch ein sprichwörtliches Fick dich. Psst, er merkt's nicht. Er kriegt das gar nicht mit. Ryan! Alter! Ey, lass doch mal eine Spitze, Alter! Alter! Ich hau dich! Das ist ein Stinkefinger, mein Freund! Die alle mit ihrem Gangster-Fetisch, ey. Ich box dich um! Yay! Umboxen, da ist Kalle Hautner dabei! Ich komme! Hast gehört, ich komme! Weiß Bescheid. Aber nicht in der Aufnahme. Oh. Was machst du, Yusei? Was? hast du gesehen, was hier unten im Wort haben? Dreh dich mal um. Dann flieg mal runter. Meine Fresse. Selten dämlich. Yusei ist schlimm, ne? Gold wäre doch schöner. Abbauen? Ich soll's wegreißen, sagst du, Tilo? Ja. Ein F, verfick dich. Naja, gut. Nein, ich wollte es dicker machen, dass wir einen Stern dann machen können. Dicker geht anders. Muss ich Tilo fragen, der hat Erfahrung bei. Ich jetzt einfach die Fresse. Schade, dass man in Minecraft nicht zwinkern kann.
genau so, guck mal hier. Ich weiß nicht. Anarchie! Kükenkreuz, oh Tannebaum, oh Tannebaum, der Christ hat nicht blau gehauen. Ja gut, das läuft. Wird Schwein. Sieht zwar aus. Was machst du? Ich guck mir an. Was soll ich das denn darstellen? Was dein komischer umgedrehter Penis da zu sagen hat. Das ist so ein Klumpen. AK, hat das irgendeine tiefere Bedeutung? Hat das was mit Allah zu tun? Zeig diese Richtung, okay. Diamanten! Alter, Diamanten, das sind keine Diamanten, du träumst. Das ist schon fast eine amerikanische Bombe. Sag mal, AK, weißt du wie... Was? Was? Hilf dem Araber, denn er weiß nicht, was er tut. Das ist ein Like-Button. Tilo, nicht so weit weg vom Mikro. Ja, ist so, ist so, ist okay. So schön kuschelig. Wie kann er immer schreiben? Mit E. Rrrr. Nee, nicht Rrrr, sondern es ist Rrrr. Jetzt mal ernsthaft, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Oder was bekommt ihr? Eigentlich endlich mal neue Batterien für meinen Dildo. Ernsthaft. Naja, ernsthaft. Ein Schwert. Der einzige Grund, warum du es früher vibrieren gemerkt hast und jetzt nicht mehr, ist, dass die Batterien leer sind. Der ist fulltime im Einsatz. Das kriegt man es genau mit, weil wie auch. Danke, das war mein Nacken. Sag mal, Ryan? Ja? Du spielst jetzt auf belebt? Das sieht gut aus. Was? Und lass mich raten, in der Kiste versteckst du deinen AK und sagst, ich hab den Araber geschenkt. Da ist schon mein Fliegen. Mit Lizenz! Nee, da ist kein Teppich drin. Doch. Nein, da ist kein Teppich drin. Halt, stopp! Es wird sich am Teppich nichts dran rütteln. Mhm. Ob du nur hier sitzt oder dich. Hast du mal die Größe des Geschenks gesehen? Ich hab meins. Nee. Sag mal, AK, so eine Spitze auf den Baum zu setzen, kaputt. Liegt dir auch nicht, ne? Nee, die Baller... Die Spitze... Ey. Kick mal hier, der hat mein Ding kaputt gemacht, der Arsch. Kick den mal, bann den. Ich bin rausgekommen, Penner. Wenn du reingehst, kann ich euch für. AK, kein Talent hast du. So. Nix kann er, ey, nix kann er. Jetzt sieht's aus wie eine Baumspitze. Wer hat das Teil gebaut, du Penner? Das sieht aus wie eine Nase von irgendeinem Hund, der in die Richtung guckt. Dollar! Okay, tschüss. Alter, ist ja eklig. Lass es doch mal so, wie es war, Mensch, meine Fresse. Du machst es nur noch schlimmer. Dann sieht es fast so hässlich aus wie du. Das erträgt keiner. So, jetzt ist es raus. Trägt der jetzt schon keiner. Achtung, kleine Große, ich kill mich oder so. Ja, wo ist er denn? Komm, wir müssen ihn umarmen. Komm mal her. Ist can you feel the vibrations? I'm coming. Bleib hier, mein kleiner Taschenaraber! Ich hab gehört, du hast den Teppich! Möge der Teppich mit dir sein. Ja? Mach den mit mir. Ich schmiede jetzt einen Plan. Das sieht doch nicht etwa so aus. Nein! Das sind meine Items of Doom. Geh weg. Hier sind wir geklatscht. Ja, das hast du super hingekriegt. Mensch. Oh, der Araber. Da wird mal wieder alles kaputt. Mit seinem Bomben. Der Araber ist eine Explosion nicht weit. Sag mal, dass du Bombengürtel dran hast, wusste ich ja, aber dass du so schnell Gebrauch von machst, war mir neu. So, schaut euch mal den Unterschied. Aua, das hat ja gerade weh getan. AK, hier liegen deine Items. Sammel sie auf. Nee, was ist denn los? Ich stehe hier mit der Eisenaxt. Los, voll in die. Ja, der hat von Ryan gestern gelernt. Den Bombengürtel oder was? Nee. Der hat gelernt, schalt nie den Kreativmodus aus. Du bist tot.
Das war so eigentlich die Regel so, ja? Das Geschenk ist ein Skelett. Das ist eine Ameise, guck dir die Fühler an. Hey, das soll die Schleife darstellen, ja? Ach, eine Schleife, dein Gesicht soll die Schleife darstellen. Ach ja. Diamanten! Nur zur Verschönerung eines hässlichen Objekts. Ach, ich liebe es. Das sind keine Dias. Weihnachten. Natürlich sind das Dias. Ja, und wer hat sie gefunden? Ich. Weil ich ein aufmerksamer Zuschauer bin. Natürlich, Zuschauer. Du sitzt doch gerade neben mir. Du bist doch quasi aktiv dabei. Soll denn das? Willst du die Zuschauer trollen oder was? Ich bin aktiv im Genitiv dabei. Du bist genital dabei, auf jeden Fall. Das check ich gerade. Wow. Naja, was denn? Irgendwer muss doch für den Vibrator herhalten. Alter, überhaupt nicht jugendfrei. AK, hast du dich mal angeguckt? Da weißt du, was überhaupt die Jungs machen. Alter. Ich will echt nicht antworten. Nee. Ich gehe nicht in dieses Niveau runter. In dieses Niveau? Oh, lass mich jetzt aussprechen. Was ist denn das? Aussprechen? Neue Methode oder so? Frauen dürfen das ordentlich, also warum du? Genau, seit wann gibt's denn Frauenrechte? Ja, du bist mit Frauenrechten in der Türkei gleichgesetzt, mein Freund. Oh. Ach, nur weil ich beschnitten bin. Ja, das vielleicht. Aber eigentlich wollte ich damit sagen, bloß verhüllt anzuschauen. Ah. Also, gibt das ah. Er weiß Bescheid. Versteht er. Ja, hier seht ihr nochmal die Schweinerennbahn, wo bald ein lustiges Special kommen wird, wo die Special Effects euch quasi umhauen, wenn die hier losrennen. Wenn guckt euch das nicht an! Wie war das, AK? Guckt euch das nicht an. Nee, ich hab grad ein haptisch lieb gehört. Das kann nicht sein, dass er das gesagt hat. Achso, stimmt, das hab ich auch gehört. Ja, nee, AK ist lieb. Mhm. Aber kein TNT gepflanzt. Weil er weiß, das hat er schon einmal aus Erfahrung mitmachen dürfen. Da ist er so in Berlin durch die Straßen gelatscht und dachte sich, naja, ne? Gehst du halt mal hemmen. Und ja, er kam. Naja, er kam dann auf jeden Fall verspätet nach. Verspätet zu Hause an. Naja, hör auf! AK, ich sag dir, das ist spannend. Naja, und da kam dann auf jeden Fall verspätet nach Hause. Als er dann verspätet hem kam, ne? Da war das, wie es der Zufall nur so wollte. Erstmal war sein Poloch gedehnt. Und naja, auf dem Weg nach Hause habe ich den Typen ins Gebüsch gezerrt. Ne? Dann habe ich schon 3 Stunden lang anal so lange vorgewaltigt, bis er aufgegeben hat. Er hat lange durchgehalten. Erst hat er es genossen, dann hat er Schließmuskel wehgetan. Das ist auch halt Unentschlossenheit, ne? Ich mach mal schnell meinen Game Mode wieder an. Ich hab das Gefühl, gleich gelüncht zu werden. Ich hasse dich. Hey. Boah, so eine Ratte. Mach's nicht! Boah. Alter, was geht denn jetzt? Achso, ja, einfach wieder hinstellen. Tilo, einfach. Nein, Tilo, nein. Tilo, ja. Halt, stopp! Es hört sich auch an diesen Adapter nicht recht! Alter, geh doch mal nicht so ab, das ist das Fest der Hiebe. Hiebe, ich schlag dich gleich. Pass mal auf, wenn du. So hier? Okay, Bann. Gunboy 7. Oh, komm schon. Ja, da steht. Money C kickt den Spieler. Wegen Grund. So, du Pimmelkopf, willst du mich nochmal schlagen? Hä? Hä? Der Bann ist dir sicher, du hässliches Scheißvieh. Los, komm, mach nur mal. Komm, hä? Das ist ganz ein hochwertigen Mobbing, mein Freund, was du abziehst. So. Und ich lege mich jetzt erstmal oben hin. Ryan, was machst du? Ach, du bastelst noch Geschenke. Irgendwas muss ich ja machen. Alter, Kalle, ist doch langsam mal gut. AK, ich kick dich. Ich hab gar nichts gemacht. So. Und ich halte in der Zeit erstmal ein fickes Nickerschen. Bis dann. AK, geh weg.
Mann. War es ganz zufällig da. So. Also, ich leg mich jetzt hin. Ach ja, auf einmal steht da... Warum steht da auf einmal ein Araber vorm Fenster? Ist ja... Oh nee, ist ja eklig. Die sind ja überall hier. So, ja, was denn nun? Nacht, hallo? Naja, weil die anderen sich nicht hinlegen, weil die lieber am Baum die ganze Zeit rumbasteln, die Deppen. Naja, wurscht. Jo. Heute ist endlich Weihnachten! Whee! Good night! Heute ist Weihnachten! Hier, Schweinebacke! Kommt alle raus! Heute ist Weihnachten! Also heute ist der erste Weihnachtsfeiertag! Wuhu! Weihnachten haben wir den Baum geschmückt! Backen. Erster Weihnachtsfeiertag! Whee! Aufstehen! Atombe! Jo, Workaholics! So Zeit! Mensch! Explosive Stimmung! Wuhu! Weihnachten! Das war ich nicht. Das war ich nicht. Weihnachten! Weihnachtsstimmung überall. Weihnachtsstimmung überall. Das duftet Weihnachten. Ey, Manu. Ja? Yusei, geh weg da. Oh mein Gott. Sag mal, Kalle sitzt jetzt vor deinem PC und heulst und bewegst dich einfach nicht. Sag mir bitte, dass du ein Geschenk von Ryan in den Tod gerissen hast. Bitte. Ja. Ryan, ich glaube. Ja. Yusei hat sich gerade wegbewegt, obwohl AK gesagt hat, geh weg. Und jetzt ist eins deiner Geschenke in die Luft geflogen. Natürlich habe ich mich wegbewegt. Ja. Wenn du gelaufen wärst, wäre der Creeper nicht explodiert. Punkt aus Ende. Leute, hört auf jetzt die Geschenke oder diesen Weihnachtsbaum zu basteln. Der Weihnachtsbaum ist toll, aber drinnen, da müssen wir. Wir müssen den Baum schmücken. Heute ist schon der erste Weihnachtsfeiertag und keiner war. Also wir müssen feiern! Tutan! Wir müssen Baum schmücken und Tutan kochen und alles! Feier wird normalerweise erst am Abend, nicht am Morgen. Feier wird normalerweise erst am Abend, nicht am Morgen. Das ist jetzt alles anders, kommt her! Hier sind aber tolle Sachen unterm Baum da drinne. Aber wir dürfen sie noch nicht öffnen. Unser Essen ist dann mal vorbereitet. Der Araber kocht? Nee, zum Glück. Sonst hätte ich befürchten müssen, dass er irgendwie... Like a boss. Like a Fischkopf. Manu? Was ist? Kann ich mein Game Mode zu Creative ändern? Kann ich mein Game Mode zu Creative ändern? Weißt du, wie kackegal mir das jetzt ist? Junge, bist du bereit? Ich koch mal was. 1, 2. Manu. Guck dir mal den Tisch an, Mann. So, Moment. Truthahn hat schon Gurnard gemacht. AK, das sind aber nur 3 Stück. Der zieht den schon Kalle mit. Stimmt, dumme Frage. Aber extra für dich mache ich einen. Über 2. Fress ihn auf. Na, du meinst aber kaum, dass der... Ich werde es nicht verstehen. So. Hier, Kalle, dein Mittagessen. Mit viel Liebe zugedreckt.
Hast du jetzt das scheiß Handy ausgemacht, beziehungsweise leise? Ja. Ich hab vorhin schon gesagt, du sollst es leise machen. Warum machst du es nicht? Weil ich gerade nicht zur Hand hatte. Du hattest nicht zur Hand, aber es klingelt genauso direkt neben dir wie jetzt auch? Hey, ich sag vorhin hinten auf dem Tisch. Ach, komm. So, und jetzt rennen wir hier sinnlos rum. Akash, sprich mal irgendein Thema an. Erklär mal, wie ihr so abends Weihnachten feiert. Also wie das bei euch alles abläuft. Das hört so ab, dass erstmal meine Familie versammeln uns alle bei uns auf dem Tisch. Mhm. Dann wird erstmal der Truthahn angeschnitten. Und ja, dann essen wir gemeinsam, reden ein bisschen und dann wird abwechselnd von jedem ein Geschenk, also ausgeteilt sozusagen. Also jeder schenkt dem Armen erstmal etwas. Und dann feiern wir ein bisschen so als Familie, Freund und so. Ja. Und dann? Ja. Die Feiertage? Ja, Feiertage, weiß ich, ist immer unterschiedlich. Und Silvester steht ja auch gerade irgendwie. Hoppala. Ja. Unterschiedlich, was heißt unterschiedlich? Definier mal. Was macht ihr da so? Na, manchmal sind wir halt gemeint irgendwo und wir machen mal gar nichts oder wir unternehmen irgendwas. Weihnachtsmarkt oder so. Der Weihnachtsmarkt wäre bei uns zu der Zeit schon gar nicht mehr. Bei uns gibt es dieses Jahr Heiligabend eine Hasenpfanne. Warum auch immer. Der arme Hase. Hoppetot. Kann es sein, dass es dein Hase sein? Und Weihnachten RTL, hä? Nein, MDR. Die Erde spricht mit mir. Kalle, wie wird bei euch Weihnachten gefeiert? Die Feiertage? Die hauen sich gegenseitig so lange Kack um Ohren, bis einer sagt, ich geb auf. Aua, sorry. Kalle. Damit du weißt, was unter Weihnachtsbaum abgeht. Erzähl am besten gar nichts, weil... Ja, wie sieht's denn bei dir aus, Silvester? Hast du da irgendwas Besonderes geplant? Tilo? Was suchst du? Ja, fragen wir doch Tilo, was macht er denn an Heiligabend? Ja, der ist gerade nicht zu Händen. Alter, also, Tilo, wir essen dann gleich Pizza. Hey, wir müssen was abgeben. Wir teilen brüderlich. Ja, ich habe hier 6 Pizzen im Schrank, also das ist nicht. Okay, na dann. Kalle, jetzt sprich endlich, meine Fresse. Also, zu Weihnachten, wir feiern Weihnachten eigentlich. Mit 50 Truthahn. Nur für seine Mutter. Wir essen da auch gar kein End. Wir essen eigentlich nichts großartig Weihnachtliches. Bei uns gab es letztes Jahr Kohlrouladen da. Und ja. Also eigentlich ist Heiligabend bei uns wie jeder normale Tag. Bloß halt, dass es dann am... Ja, wie jeder normale Tag. Ein normaler Mensch ist an dem Tag etwas Besonderes und etwas mehr. Aber bei euch ist das jeden Tag so. Ihr esst jeden Tag dasselbe und immer viel. Du bist ja gemein. Aka, halt doch mal die Klappe, ohne Scheiß, Alter. Aber das ist so. Ja, irgendwo geht's zu weit. Muss man ja fairerweise mal sagen. Naja, also ganz dann. Ehrlich, ich muss im Endeffekt auch nicht einsehen, wieso du dich, schon so einfache Sachen, wenn ich sag, es wird jetzt einfach mal nichts eingegeben. Du änderst 3-mal dein Game Mode, hin und her und hin und her. Und ich hab noch jeden Mal gesagt, jetzt hör auf, hör auf, hör auf. Also, tut mir leid, ich hab da wirklich nichts geschaltet. Ich hab gedacht, der Game Mode, den ich habe, sei falsch. Genau, wenn ich sag, es wird über Weihnachten erzählt. Nö, du hältst es nicht für nötig. Warum? Ja, dort habe ich halt gewartet, bis alle ausgeredet haben und wollte dann anfangen. Es hat gar keiner geredet, das ist es ja. Weil ja, die soll ja nicht in der Aufnahme die ganze Zeit leise sein und keiner erzählt irgendwas. Ist ja auch kacke. Wir sind da, um zu unterhalten und wir sind ja
Insgesamt 4 Leute. 5. 4. Ne, Jus jetzt hier zweimal. Ah ne, Tilo. Danke, dass ich auch noch da bin. Ja, ja. Kalle war ja noch nicht fertig mit Weihnachten. Ja, also dann gibt es halt 18 Uhr. Ist bei uns Kaltbuffet, 19 Uhr Warmbuffet. Und 20 Uhr beides. siehst du? Aber wenn ich so eine 18 Uhr, alles okay. Naja, erzähl du. 18 Uhr, ja? 18 Uhr ist dann bei uns Bescherung. Und ja, und da wird halt Weihnachtsmusik gespielt. Und ja, dann packt halt jeder seine Geschenke aus. Und ja, und dann gibt es noch... Dann gibt es noch Weihnachtsabendbrot. RTL. Der reicht aber nur für eine Stunde. Extra Abo. Naja, dann gibt es halt noch Weihnachtsabendbrot, was eigentlich in den letzten Jahren, in den letzten 3 Jahren aus Pommes bestand. Buchstabiere mal Armbrot. Armbrot. A, B, E. Komm, los. Kontakt ist K.O. mit deinem Armbrot. B, E, N, D. B, R, O, T. Wow, Mensch, du kannst sogar das Alphabet. Ja, P! Aka, du musst wieder ein bisschen näher ans Mikrofon, du lachst dich gerade kaputt hier. Und Ryan, wie läuft's so mit dem Geschenk? Ja, ich muss erst noch ein bisschen hier Terraforming machen. So ein bisschen. Terraforming? Mit Terror kennt sich Aka aus. Mit Terror kennt sich Aka aus. Du musst nicht ins Mikro kriechen, Schlucki. Das ist, das funktioniert. Mit Terror kennt sich Aka aus. Ah ja. Das war der gruseligste Moment in meinem Leben. Nicht mal das Spiel Horn hat es geschafft, mich so. Jetzt bleib still. Wir dürfen keinen Krach machen, ja? Das war ein Witz. Na, Ryan, Fackel weg. Und Erzengel Maria, schwebst du Eier so rum? Teufel auf Crack mit Titten. Sag mal, Ryan, ich bin ja froh, dass du bei deinem Geschenk nicht übertrieben hast. Das täte mich auch. Lass mich raten. Das Geschenk, was hier so ganz klein und unscheinheilig ist, gehört Yusei. Der kommt auf Beschriftung, keine Angst. Zündet das mal an. Pass mal auf, liebe Zuschauer. Wir beenden mal in der Zeit die Aufnahme. Ich schneide schon mal den Ton und speichere das als Teil 1. Wenn Ryan fertig ist, die Pakete fertig beschriftet hier unter diesem Baum, melden wir uns inmitten der heiligen Nacht zurück. Bis gleich. Ah, herzlich willkommen zurück, mitten in der Nacht. Und Geschenke sind, wie man sieht, schon fertig. Ryan Germain war fleißig. Wir sind es auch und hier stehen verschiedene Pakete unter dem Baum, die uns aber jetzt erstmal nicht interessieren sollen. Denn jetzt kommen wir zum Fest der Liebe. Nämlich, jeder darf im Haus eine Kugel oder ein Stück Wolle an den Baum hängen. Na, ist ja prima. Und, naja, danach, wenn wir uns... anderen Dingen. Jeder darf eine Wolle irgendwo hin platzieren, wie er sich das wünscht. Aka? Ja. Ja. Uns kannst du näher schrecken. Nein. Ich meine. Nein. So. Sorry. Ach. Aha. Okay, und jetzt kommt da noch eine leuchtende Spitze drauf. Wer legt sein Teil so schwebend dort hin? Was meine dort? So, das ist die Spitze. Und damit ist der Baum auch schon fertig. Sieht zwar nicht schön aus, aber er gehört zu uns. Und jetzt ist die Bescherung. Ich öffne mit... Ach nein! Jeder darf nach und nach seine Kiste öffnen und sich über bestimmte Wünsche vorher äußern, bevor er sein Paket voller Enthusiasmus öffnet. Und vorher gebe ich aber den Spectate-Modus an. Moment. Ryan, du fängst mal bitte an. Moment. Spectate-Ruhe. So, schau doch mal in die Kiste, die mit deinem Namen beschriftet ist. Ich soll jetzt sagen, was da drin sein soll, ja? Kannst du es angucken, die Zuschauer sehen es. Der liebe Weihnachtsmann war auch mit dir etwas rötlich, lieber Germain. So wie es sein muss. Und hast du dein Geschenk ausgepackt? Erkläre doch mal, ob das ist, was du dir gewünscht hast.
Diamantblock spricht nie was dagegen. Und hier ist auch sehr geil, wo war's? Die Portion für die Unsichtbarkeit, auch sehr geil. Das ist doch schön. Nur der Kuchen hätte wegbleiben können. Und den esse ich nicht. Da kann er nackte Frauen mischen. Jetzt kommt der Unbekannte. Jetzt kommt AK. AK, sie dürfen ihr Paket in ein paar Sekunden öffnen. Ich bin mir sicher, das wird etwas sein, was du dir sehr gewünscht hast. Schau es dir doch einfach mal an. Sie ist schon kommt. Nein, das steht doch Money 1-0. Bist du wohl? Alter, lern lesen, Araber. Na, öffne jetzt die Kiste. Öffne sie. Das war ja das. Und was hat sich denn der kleine Akka dieses Jahr gewünscht? Bombenstimmung hier. Warte. Akka, nein. Warte. Ja. Du wirst gleich zum morphenden TNT-Block, wir wissen's. Ich bin direkt ausprobiert. Sprengt uns an den Luft. So. Vor allem direkt gucken wir mal gemeinsam in meine Kiste. Boah, ja, klar. Ja, was sich so ergibt, ne? Ja, das war. Der Sender Klaus war lieb mit mir. Da dachte sich, na, heute Manu beschenken. Ich hab alles. So. Und jetzt fehlt ja nur noch einer. Ach, das war fies. Das war dann fies. Komm. So. Bitte öffnen Sie jetzt Ihre Kiste, Herr Polterelefant. Und dann lesen, also geben Sie laut an, was sich in der Kiste befindet. Ja! Ja! Kohlen putzen. Also bevor jetzt hier Leute anfangen, sich über Kohle lustig zu machen, muss ich sagen, dass Kohle doch sehr vielseitig und sehr gut nutzbar ist. Kann man essen, wa? Ach man. Das heißt, hier ist wieder ein Diamantblock. Diamant ist auch Kohle, ja? Ich hab mehr. Und ich hab den längsten. Dann bist du Big E. Big E hat den längsten, das ist richtig. So. Nachdem diese Bescherung nun beendet ist, gönne ich mir nochmal einen Huhn. Warum auch nicht? Alter, hör auf zu schmatzen. Mein Cousin sitzt schon so erwartungsvoll da und will mit seiner komisch gelegenen Haltung sagen, wir sollten lieber mit der Aufnahme aufhören, sonst liege ich hier noch ein und schlag mit dem Kopf quer über den Schreibtisch. Das ist richtig. Allerdings, bevor du mit dem Schreibtisch, mit dem Schreibtisch kollidierst und da eine U-Dille hinterlässt, packen wir noch fix die Geschenke aus, die Ryan für uns hinterlassen hat. Und, naja. Ich verstehe nicht, warum ich das Kleinste bekomme. Na, du hast halt, ne? So. Ich guck zuerst. Ich bin mit dabei, wo jeder sein Geschenk auspackt. Kalle. Ich werde bei Kalle sind ganz viele. Du beginnst. Darf ich jetzt einfach die Blöcke zerhauen? Ich denke. Nee, du musst die mit einer Silbe. Reiß dein Geschenk auf! Wow, Luft. Das hat er sich schon immer gewünscht. So. Jetzt, Akka. Na, wo bist du? Da gehst du, Koa. Los, mach auf. Also das... Nee, ich geh doch mal rein. Also das Luft ist ja verboten. So. Jetzt bin ich auf Ryan Germains Paket gespannt. Ist nicht meins. Doch, ist deins. Nein. Ich hab bestimmt XXL-Luft. Und drin! Toll, ich hab Skeleton gekriegt!
Oh, den habe ich mir schon immer gewünscht. Na? Du bist mein Geschenk. Und? Was ist das hier? Los, komm, reite mit mir. Ich stehe drauf. Ah, jetzt weiß ich's. Ich habe gesagt, ich brauche Ersatz für den Vibrator. Los, komm. Los. Hopp. Ramme mir den Bogen in den Arsch. Warte. Nein, hier, die Taste. Ja. Los, komm. Oh Mann, das wollte ich schon machen. Fuck! Oh, ein Skeleton. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Das stimmt tatsächlich. Na du? Mein Geschenk, der bleibt hier. Machen wir hier dicht. Schick dir den Lieben. AK. Moment, Stimmung. Wir müssen doch in dein Geschenk gucken. Haben wir das schon? Ryan. Oh ja. Mal gucken, ob da auch ein ob da auch irgendwas drin ist. Fackel, Eingeordnete. Yeah. Ist ja Party. So. Amut. Und ich würde sagen, zum Abschluss gucken wir den Tannenbaum an. Und sing dabei noch ein schönes Weihnachtslied. Oder nicht? Fick dich, Donner, leck mich doch am Sack. Du Arschloch, kannst mir gar nicht, du bist doch Gottes Kack. Jo. Weihnachtslied. AK. Wollen wir dieser Weihnachtsaufnahme nicht einen arabischen Abschluss geben? Jawohl. Du weißt, was ich will. Jawohl. Du weißt doch, was ich will. Ramallah. Warte, aber vorher, warte. Gunnar, nein. Warte, Gunnar. Erstmal will ich noch hier, mach mal schön ein Bild vom Dings, gell? Also hier. Muss schon sein. Schöner Tannenbaum. So. Moment. AK kann gleich losgehen. Ich hab Geduld. Liefer uns ein arabisches Ende. Ryan, wir beobachten dich. Du gehst gerade den Baum hoch. Tust gar nicht. Jetzt fliegst du Richtung Iglu, Richtung Fernhaus, Richtung Baum. AK. Oh, es geht los. Es geht los, the Arab End. The End of the World as we know it. Aktion in Arbeit. Das Backup ist noch nicht gemacht, AK. Nein! AK! Ja, wenn dann muss es anders erkrachen. Hauptsache, es knallt! Es knallt! Soll ich nicht mit dem Game Mode? Kommt. F11 und so. Jetzt. Moment, das knallt, Dino! Das knallt! So, warte. Ach so. Sag, wenn das Backup passt. Das Backup an sich habe ich AK, das reicht schon. Du hast arabische Bombenstimmung gesagt, also halt die Klappe und guck zu. Ja. Ich liefere uns arabische Bombenstimmung. Du lieferst die Rahmenbedingungen und ich liefere im Endeffekt das nötige Zündpulver. Kannst du mir erklären, warum? Wenn du verstehst. Was ich meine. Let it roll. Fuck! 2 Frames pro Sekunde. We wish you a Merry Christmas. Du siehst, die Blöcke fliegen, das reicht. Das nennt sich Super Slow Motion. Da kannst du analysieren, in welche Richtung das verteilt hat, weißt du? Zu mehr tut das nicht. Nur dafür habe ich das gemacht. Bei AK heißt der Feiertag Bin Laden. Aber, na klar. AK? Ja. War dein Onkel Araber? Wenn, was? Ich bin laden! Alter, das ist doch ein Attentat! Das ist doch ein Attentat! Weg hier! Naja, das ist fast wie ein Sensor, aber die Aufnahme kommt dann erst doch.
Happy New Year! Nee, das kommt erst noch. Das ist jetzt schon. Alter, Welt. Meine Mission ist erfüllt. Das Ego, das hat ein bisschen. Hat alles überlebt. Hallo? Wenn meine Diamanten noch nicht mehr da sind, ey, dann krieg ich schon einen Anfall. Was heißt die? Ach, mach doch nicht. Wie ist denn der Befehl dafür, um die zu ändern? Hm? Der Befehl dafür? Alter. Fliegt immer noch alles in die Luft. Manu, wie ist der Befehl dafür? Für was denn? Zum alles TNT machen. Nein. Manu, überlegst bitte. Wir sprengen uns mal hier unten raus. Was meint was gerade vor? Ich bin schon hier ein bisschen unten drin. Alter, die Welt hat sich aktualisiert. Die Steine existieren gerade, wo wir gerade sind. Ah, da drüben war das Tor. Da stand das Iglu mal. So, ich beende jetzt erstmal an dieser Stelle die Aufnahme. Die anderen können ja noch rumspielen. Das hat euch ja nicht zu interessieren. Die Diamanten sind auch weg. Scheiße. Und deabonniert Chaos Squad. Pass mal auf, das schneide ich nicht raus, mein Freund. So, morgen anfangen, gell? Ich würde sagen, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.